Es sieht ein bisschen aus wie eine grosse Lionerwurst, wo der Gurdi Nägler vom Bündner Tiefbauamt hier im Werkhof Zusch in die richtige Form drückt. In der Wurst hat es 5 Kilo Sprengstoff. Und trotzdem ist der Gurdi Nägler nicht nervös. Doch eigentlich nichts passieren, weil es gar noch keine Zündschnur drin hat. Und ohne die ist es absolut ungefährlich. Man könnte die Sprengstoffladung sogar in ein Feuer rühren. Es würde nichts passieren. Rund 100 solche Ladungen muss er vor dem Winter vorbereiten. Die werden dann später zu der Sprengstation in den Bergen geflogen. Sobald die Zündschnur in der Ladung drinnen ist, gilt es ernst. Ab jetzt kann der Sprengstoff nämlich explodieren. Jeder Fehler in der Handhabung könnte jetzt schwere Folgen haben. Darum ist höchste Konzentration gefordert. Jeder von uns muss bei diesem Schritt genau wissen, was er macht. Man muss sich beim Umgang mit dem Sprengstoff der Gefahren bewusst sein. Der kleinste Fehler ist einer zu viel. Wenn die Sprengstoffladungen fertig sind, kommen sie in eine Trommel wie von einem grossen Revolver rein. 12 Sprengladungen haben in so einer Trommel Platz. Insgesamt können die Verantwortlichen also an jedem Ort, wo so eine Trommel installiert ist, 12-mal sprengen, bis die Sprengstationen ausgeschossen sind. Unterhalb der Bergspitze vom Chapisun sieht man das Lawinenproblem. Ein 600 Meter breiter Bergkessel gefüllt mit Schnee. Wegen dem sind früher regelmässig Lawinen auf Verbindungsstrasse abgedonnert. Der Gurdi Nägler ist jetzt auf dem Weg zu einer der insgesamt 8 ferngesteuerten Sprengstationen. Persönlich so weit raufkommen muss er aber nur einmal vor dem Winter, um die Masten vorzubereiten. Gesprengt wird ja dann per Knopfdruck vom Tal aus. Die Masten müssen jetzt noch geputzt werden und es kommt noch etwas Fett drauf, damit die grossen Revolvertrommeln nachher drauf montiert werden können. Nach dem Putzen ist die Arbeit hier oben aber erledigt. Man könnte das System auslösen, wenn man will, sei es am Tag oder in der Nacht. Ja, sogar bei Nebel geht es. Wenn wir finden, dass es jetzt genug Schnee oben hat, dann sprengen wir ihn einfach per Knopfdruck. Wenn alle 8 Sprengsäulen fertig vorbereitet sind, gibt es für den Helikopter grünes Licht. Der muss jetzt alle Revolvertrommeln, gefüllt mit Sprengladungen, auf den Masten platzieren. Für das braucht der Pilot eine Spezialausbildung, weil es ist eine Millimeterarbeit. Das Sprengsystem funktioniert. In den letzten 13 Jahren haben wir hier schon viele Erfahrungen sammeln. Es gibt nie eine 100% Garantie, dass keine Lawine mehr herunterkommt. Aber wenn wir weiterhin alles richtig machen, sollten die Lawinen eigentlich nicht bis auf die Strasse herunterkommen. Die Sprengsäulen oberhalb von Lawinen und Jarsun sind jetzt geladen. Jetzt kann der grosse Schnee kommen. Und wenn alles klappt, bleiben die Kantonsstrasse und die Bahnlinie zwischen den beiden Dörfern auch dieses Jahr verschont.